wanna travel all night, travel all day, travel to places I can't even say. All night, travel all day, travel to places I can't even say. Like, all night, all night, all night, all night, and all day, travel to places I can't even say. Been around the world and back this year, and I never see a face no more. So, ich melde mich auch mal wieder bei euch. Ich habe mich ja gestern und heute nicht so viel gemeldet, weil es mir auch einfach gesundheitlich nicht ganz so gut geht. Aber ich bin natürlich auf dem Weg der Besserung. Ich habe halt, wie gesagt, nur eine Erkältung und jetzt kriege ich auch langsam ein klein wenig Husten. Halsschmerzen sind weg, Schnupfen ist noch da und jetzt abends halt noch ein bisschen Husten dazu. Und deshalb habe ich mich jetzt auch auf der Busfahrt nichts gefilmt, auch weil das Wetter halt echt nicht gut war. Jetzt wird es langsam. Ja, es klart halt auf, aber ist trotzdem halt noch ein bisschen kühl. Und ja, wir sind heute von Queenstown nach Tekapo gefahren. Wir sind hier auch gerade beim Lake Tekapo. Und hier von hier aus kann man wahrscheinlich echt gut die Sterne sehen, beziehungsweise Sterne beobachten. Aber da der Wetterbericht sagt, dass es halt bewölkt sein soll, beziehungsweise wolkig sein soll, was es auch ist, kann man halt wahrscheinlich nicht so gut Sterne sehen. Aber ja, ist jetzt nun auch nicht so das große Problem. Leonard und ich haben ja in Wanaka, wo wir den Royce Peak versucht haben, echt mega schöne Sterne gesehen. Mit der Kamera leider nicht so gut festhalten, aber wir haben es genossen und ja, jetzt gehen wir hier gerade ein bisschen am See spazieren, machen uns nachher Tortellinis zum Abendessen und dann, ja, morgen geht es für uns von Tekapo nach Christchurch und ja, mal gucken, wie viel bzw. wann ich mich dann wieder bei euch melden werde, aber ja, jetzt genießen wir erstmal den Abend hier noch. So, Leonard und ich sind jetzt in Christchurch angekommen. Wir haben jetzt hier für eine Nacht das Kiwi-Hostel. Und morgen ziehen wir dann um für 3 weitere Tage oder 2. Aber wir versuchen oder wir gucken mal, ob wir hier irgendeinen Job kriegen. Ansonsten fahren wir nach Wellington. Da ist nämlich unsere Wooferfamilie, bei der wir Anfang Oktober waren. Und mit denen haben wir immer noch Kontakt und dann würden wir die besuchen wollen. Und dann würden wir gucken, ob wir in Wellington irgendeinen Job kriegen. Und genau, das wäre jetzt erstmal der Plan für die Zukunft. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Pack and Save und holen noch ein paar Lutschtabletten und ein paar Taschentücher. Und dann sollte meine Erkältung eigentlich innerhalb der nächsten 4-5 Tage vorbei sein. Und dann, jetzt gehen wir erstmal los. Lennart und ich sind gerade hier auf einem, wie war das? Riverside Market heißt es. Genau, bei dem Riverside Market. Und wir haben uns gerade bei der Bäckerei was geholt. Ich habe hier so einen Rosinen, so eine Art Rosinschnecke und Lennart hat einen Aprikosenplunder. Und ich kann euch den Market echt hier nur empfehlen, der ist echt gut und ist auch echt, hat echt viel Auswahl. Ich zeige euch den jetzt gleich mal. Und ich sitze jetzt hier noch in einem Park.
weil wir erst um 2 einchecken können in unserem neuen Hostel. Haben halt schon die ganzen Sachen dorthin gebracht, bevor wir zum Riverside Market gegangen sind. Und jetzt sind wir noch. Und jetzt haben wir noch eine Stunde oder anderthalb Stunden im Hostel gechillt. Und ja, jetzt wollten wir einfach nochmal in den Park rein, weil gestern die Häuser zu waren, wo wir hätten nochmal reingucken können. Und das machen wir vielleicht jetzt nochmal. Can't even say all night, travel all day, travel to places I can't even say, like, oh. Places I can't even say all night, travel all day, travel to places, the places. So, ich wollte mich auch nochmal bei euch melden, weil ich mich heute nicht so viel gemeldet habe, auf jeden Fall. Ja, sind wir jetzt schon in unserer neuen Unterkunft und ja, der Grund, warum ich mich heute nicht so viel gemeldet habe, war der, weil es mir und Lennart heute nicht ganz so gut ging. Also nicht wegen meiner Erkältung, sondern einfach, ja, wir hatten ein kleines Problem, was uns ein bisschen, ja, ich sag mal, traurig gemacht hat. Und ja, da wollte ich mich auch einfach nicht bei euch melden. Aber nur, dass ihr wisst, dass es auch nicht nur so gute Tage gibt, sondern auch manchmal ein paar schlechte. Und ja, jetzt ist alles wieder soweit in Ordnung. Das Problem haben wir an sich gut gelöst.
hoffentlich. Aber genau, ich bin gerade nochmal auf dem Weg zu einem Supermarkt, weil, ja, da wir das Problem vielleicht hoffentlich gelöst haben, dachten Leonard und ich uns, können wir vielleicht heute mal ein paar Muffins backen, beziehungsweise ein Bananenbrot. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal gucken, was sie denn halt im Supermarkt so haben. Weil wir haben auch keine Auflaufform, wo man dann sozusagen das Brot backen könnte. Deshalb wären es wahrscheinlich Muffins. Aber ja, nur mal so als kleines Update für euch. Und ja, wir haben es uns zur Reise auch schon ein bisschen weiter gebucht. Und also unser Busticket. Und hi und herzlich willkommen zu unserem nächsten Tag hier in Christchurch. Leonard und ich sind jetzt gerade auf dem Weg wieder zu diesem Supermarkt. Diesmal wollen wir was anderes probieren. Ich wahrscheinlich einen Hotdog mit Sauerkraut. Also mal gucken. Und heute Nachmittag kommt auch noch ein Kumpel von uns in Christchurch an. Da gehen wir dann heute Abend auch nochmal auf den Market, um ihm den zu zeigen. Und morgen fahren wir auch schon weiter nach Kaikoura. Und sind wir sozusagen, das ist dann sozusagen unser letzter Tag hier in Christchurch. So, ich habe jetzt hier eine Bratwurst mit Sauerkraut und Zwiebeln. Die sind unter der Wurst. Und Leonard hat 3 von diesen Buns. Und das lassen wir uns jetzt zusammen schmecken. Wir haben jetzt hier noch so einen Wassermelonen-Softdrink uns geholt. Von der Marke hatten wir ja schon in Wanaka Guave. Und jetzt wollten wir einfach mal Wassermelone probieren. Und Leonard hat sich noch ein vietnamesisches Sandwich bestellt und ich noch ein paar Veggie-Frühlingsrollen. Und darauf warten wir jetzt noch, genießen unser Softdrink und so, wir sitzen jetzt noch hier ein bisschen. Ich habe mir einen Kaffee gegönnt. Davor waren wir auch noch Sushi essen. Also Leonard, ich und unser Bekannter, den wir hier kennengelernt haben. Und ja, mal gucken, was der Abend noch so bringt. Aber ich gönne mir auf jeden Fall jetzt erstmal meinen Kaffee. Und wir sehen uns später. So, Leonard und ich haben uns jetzt dazu entschieden, noch einen Bubble Tea zu probieren. 8 Jahre. Ich bin ja mal gespannt, wie der schmeckt. Ist ein Wassermelone? Ja. Ja. Ist ein Wassermelonen-Bubble Tea. Oh shit. Und ja. Probieren wir jetzt mal zusammen mit euch? Nur mit deiner Stimme vielleicht. Also ich muss sagen, der Bubble Tea ist meine gut. Meine Stimme ist auch drauf, oder was? Bloß die schneidet noch was raus. Bubble. Das ist ein komischer Ball, aber ist gut. Das haben wir bei seinem Weiß. Travel all day, travel to places I can't even say. All night, travel all day.